Oha, okay, der hat mich einmal geschlagen. Herzlich willkommen zu Minecraft. Du darfst es sagen. Ah! Marie! Ah! Oh Gott! Oh Gott, ein Creeper! Minecraft Marie! Oh ja, mit dem Modpack The Magical Rises! Genau, und das ist die direkte Fortführung zu meinem angefangenen The Magical Rises Let's Play. Ich muss mal was trinken. Wie ihr seht, ist noch die gleiche Welt, also nur, dass wir jetzt zusammenspielen. Und zwar auf einem Server. Und ja, zwar und die haben mich gerade ein bisschen eingeführt. Für meine Zuschauer, das. Und diesmal nicht nur so zu dritt oder so. Damit es etwas größer wird. Damit es etwas größer wird, haben wir auch McRib und Ruko eingeladen. Allerdings wird Ruko nicht aufnehmen. Wahrscheinlich, also. Unser Ziel ist es, hier ein Haus zu bauen. Wir dürfen aufnehmen, wann wir wollen, und es gibt auch keine Mindest- oder Maximallänge der Parts. Aber sie sollten natürlich nicht zu lang sein. Gut, dann würde ich mal anfangen. Jo, also kurz an meine Zuschauer, das hier ist ein Modpack. Es wurde von dem von einem gewissen McRib zusammengestellt. Nicht McRib. Ja, McRib. Ja, doch. Ist kein also Burger. Nicht das Essen, ne? Aber der wird anders geschrieben, aber McRib heißt der halt. Und das ist von dem selbst zusammengestelltes Modpack mit allen möglichen Mods. Wie man hier sieht, zum Beispiel ist Optifine auch mit drin. Hier die App oben rechts ist mit drin. Ja, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ziemlich sehr. Ich muss sagen, es gibt ziemlich tolle Mods. Wie zum Beispiel Tree Capitator, was gerade bei mir irgendwie nicht funktioniert. Also bei 4-4, bei so 4 Sternen geht das. Hier nicht. Ist World Edit drauf. Und jetzt darf ich mit der Holzaxt nichts abbauen. Ja, und hier ist auch zum Beispiel hier, ihr seht, es gibt verschiedene Leisten. Und da gibt es einmal eine Temperaturleiste und dann gibt es noch einmal eine Durstleiste. Also man muss auch immer zwischendurch was trinken. Dazu muss man einfach zum Wasser laufen und Rechtsklick drücken, wie der Toti mir freundlicherweise eben erklärt hat. Was ich hier übrigens an dieser Underground-Dings Mod blöd finde, wenn man Stein findet, finden möchte, dann muss man ewig suchen, falls der überhaupt noch hier existiert. Jedenfalls kann man auch andere Steine dafür verwenden, für Werkzeuge, die man mit seinem Mod. Es gibt auch, aber auch die Lucky. Oh, das ist Marble. Ja, dann nicht. Es gibt auch die Lucky Blocks Mod und die Morph Mod, wie man eben zu Anfang bei mir gesehen hat. Ja, und wie man hier gerade sieht, es gibt auch neue, ganz viele neue Mobs, Items, was auch immer. Es gibt neue Bäume hier. Die Mod. Also hier ist mit Tannenbaum. Das ist wirklich bunt zusammengestelltes Modpack. Ich finde es bisher, also was ich jetzt so gesehen habe, finde ich ziemlich cool. Auf jeden Fall. Also ich habe gerade versucht, verrottetes Essen. Also Essen verrottet nach jedem Minecraft-Tag. Underground Bios Constructs nennt sich die Mod, die diese neuen Steine hinzufügt im Untergrund. Aber diese hier, diesen Grünschieferpflaster, den kann man wie normalen Pflaster. Entschuldigung, dass ich euch die ganze Zeit dazwischen rede. Hey, das ist mein Baum. Und zwar wollte ich das gerade essen, also die verrotten, also jegliches Essen verrottet nach 7 Tagen und ich habe gerade. Raven, kannst du mit dir mal weggehen? Ich möchte dir was zeigen. Verrottetes. Raven, lass mal. Verrottetes Essen und ich wollte das essen. Ich habe mal gedacht, ob das man vielleicht noch essen kann, so wie verrottetes Fleisch. Und was ist? Es wirkt wie nein, nicht wie Schwachpulver, wie Knochenmehl. Hier ist doch die Tree Capitator Mod drauf. Ja, aber die funktioniert bei 4 Breiten nicht. Nur bei Einbreiten. Was ist das für ein Baum? Das sind ja richtig viele. Okay, also was du sagen? Ich weiß immer noch nicht, was du sagen wolltest. Nee, ich wollte ja sagen, dass jetzt, dass das wie Knochenmehl funktioniert, verrottetes. Simua, da ist nicht zufällig hier die Computercraft Mod. Ey! Du brauchst mein Holz! Ja. Ich bin gerade am Nachpflanzen. Nee, also ich weiß nicht, ob Computercraft ist. Nee, ich hab ja. Nee, ist nicht drauf. Aber es gibt einen Hut von der. Es gibt ja auch diese Mod, wo man Hüte bekommen kann. Genau. Ja, ich sag schon mal, sorry für die Lags an meinen Zuschauern. Ich habe irgendwie alle Grafikeinstellungen schon auf minimal gestellt, aber es laggt gerade immer noch und ich habe gerade Angst, dass ich gleich vom Server fliege. Ich kann mich nämlich nicht mehr bewegen. Auch schon was Beste.
Jetzt gerade wieder. Also eine Liste von allen Mods, die da drauf sind, findet ihr natürlich einmal, wenn ihr das Pack 6 runterladet. Und dann könnt ihr es natürlich anschauen, aber alternativ auch auf der Kanal-Homepage. Von 10 Wochen schaut. Ja, das konnte man noch dabei sagen. So, erstmal wie irgendwie immer Essen. Problem. Also ich habe ja noch mein Startessen von dem Starter-Kit, das ich gekriegt habe. Ja. Und es laggt die ganze Zeit. Oh, ich muss mal eben meinen Waypoint neu setzen, der ist weg. Es laggt ununterbrochen, ne? Ich kann mich kaum bewegen. Ich kann mich nicht mal umdrehen. Okay. Vielleicht liegt es jetzt daran, dass du noch aufnimmst. Hornstein. Boah, wie krass, es geht gar nicht. Oha. Jetzt geht's gerade wieder, gleich geht's wieder nicht. Ja, geht wieder. Wenn ich jetzt gleich hier sterbe wegen irgendeinem Monster, ne? Ben ist ein Haus. Ja, da war mal so eine Hexe drin, aber das war eine liebe Hexe. Das war die Zirkelhexe und ich habe schon mal eine getötet hier in, auf diesem Server. Woanders nochmal. Ich liebe solche Häuser. Also ich weiß nicht, was. Ich kann hier nur als Chicken oder so rein. So. Raus. Aber dann ist hier ein großer Raum, durch den ich, wo ich dann wieder mich zurückverwandeln kann. Also die Furniture-Mod ist ja auch hier drauf, vergessen zu sagen. Also da bauen wir uns natürlich jeder ein super schickes Haus. Muss ich aber erstmal mit den ganzen Mods auseinandersetzen. Also stellt mir jetzt in den Kommentaren bitte keine spezifischen Fragen. Ich habe noch keine Fragen. Ihr könnt mir natürlich einfach schnell reinschreiben oder irgendwelche Tipps oder sowas, aber sonst, ansonsten, ich habe noch nicht so viel Ahnung. Ich aber auch noch nicht. Also ich weiß nicht, was du gerade, also ob du das gerade eben schon gesagt hast, bei der Anleitung, aber man muss nicht immer aufnehmen, was man macht, ne? Also ich weiß nicht, ob das gerade eben schon gesagt hat. Ja, das hatte schon jemand gesagt, ich weiß nicht. Ich bin ein Forest Guard. Ich suche gerade mal irgendwas zu essen, das wäre ganz nett. Also ein bisschen essen will ich, Tibet. Was wollte ich denn gerade? Ich überlege gerade eher, wo ich mein Haus hinbauen soll. Auch so einen riesen Tannenbaum wäre natürlich schon ganz cool. Hier wieder so ein Baumhaus, weißt du? Ich bin jetzt ein Baumhaus-Fan. Guck mal, hier steht so eine Gruppe von Bäumen ganz nah aneinander. Das ist auch immer passend dann für dich. Schon gerne bauen. Irgendwie werde ich erstmal eine Werkbank machen. Und dann werde ich mich mal da hochbauen. Mal gucken, wie das ist. Aber ja, es gibt auch zu diesen tollen Effekten, die man in der Morph-Mod hat, auch negative. Zum Beispiel als Zombie kann man draußen verbrennen. Und auch als Dings. Ich sag die ganze Zeit Dings. Auch als Squid. Tintenfisch kann man an Land nicht überleben. Wie soll ich hier jemals wieder runterkommen? Ich bin gerade ganz oben. Also es ist immer, wenn du mal aus deinem Haus kommst und dann so nach links guckst, da ist so. Ich hoch, also bitte halt diese Bäume, wo ich gerade bin, nicht abbauen. Okay. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, hier sind keine Monster. Also Turtle, kurze Sache. Ja, das steht bei dir. Turtle, siehst du da, warte, bist du gerade in der Nähe von Simoas Haus? Ja, ja, so. Simoa, könntest du ihm mal ganz kurz zeigen, wo mein, Dings hier, mein, wie heißt, mein, Bäume sind, dass er sie nicht abbaut? Also, du siehst ja hier, wo, ganz viel Holz hochgebaut wurde, ne? Weil ich kann da nicht, gerade nicht runterkommen, ich bin hier gerade, irgendwo da oben. Irgendwie einfach in eine also hier, Richtung. Ich will ein paar Bäume hier in der Nähe, da will ich mir mein Baumhaus bauen. Ich komme jetzt gleich mal runter und zeige euch welche genau. Ich brauche jetzt erstmal Leitern. Erfolg Pretty, bitte? Ja, ich habe gerade Stone Pass gesetzt. Ja, das ist Furniture Mod. Aber ich wiederhole es nur mehrmals. Nimm dich in Acht vor den Rainbow Chicken. Die sind ziemlich stark. Ja. Ja. Und die Giant Chickens vor allem. Das hat man ja schon mal bei mir gesehen in der ersten Folge. War's. In der ersten Folge. Bereits. Oh nein, ich fall runter. Shit. Oh. Ja. Ich
bewache mal deine Sachen, dass die hier nicht irgendwie wegkommen. Ja, das wäre super. Nein, das habe ich seit Home gemacht. Shit, jetzt muss ich mich porten. Oh, ich wollte das Slash Home machen. Oh, ich bin so verwirrt. Ich habe gerade Belladonna-Samen. Kannst du dich kurz porten? Muss ich bei dir nochmal Set Home neu machen. Hier sind noch deine ganzen Sachen. Set Home. Hallo? Ja. Ich krieg gerade schon Hungerschaden. Moment, wo ist denn mein, hier. Sag bis auf was. War echt fake. Willst du ein bisschen Essen haben? Ich hab ein bisschen. Ja, wenn du das kurz. Ich komm dir mal ganz kurz entgegen. Okay, ich hab nur ein Herz, das bringt sich ja. Ich blick gerade hier schon meine ganzen Sachen ab. Stirbt man hier von Hunger? Ich weiß es nicht. Oh, ich hab eine private Chest. Okay, die Chests sind private. Aber es muss ja leicht sein. Das ist noch deswegen, hier. Ich geb dir noch eins da. Danke. So ein kleiner Vorrat. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du nicht in den Server-Einstellungen Monster trotzdem aus sind. Stimmt, in den Server ist es nicht. So. Also anscheinend sind die Chests hier wirklich private, was ich cool finde. Ich meine nicht, dass ich jetzt irgendwie Angst hätte, dass irgendjemand von euch oder sowas klaut oder von irgendwem, also aber trotzdem. Schadet nicht, ne? Also es kann nie niemand öffnen. Okay. Ich wollte dich auch mal so gerne nachmachen. Ihr seid beide so schön pretty. Was? Ihr seid beide so schön pretty. Mhm. Nein, wir sind es nicht, die pretty sind. Unsere Häuser sind pretty. Beziehungsweise die Wege davor. Habe ich meine Werbung natürlich oben. Super, jetzt muss ich mir nochmal eine neue erstellen. Ach, Simon, möchtest du auch mal in mein Haus kommen? Kann ich gleich mal machen. Ich bereite meinen Stuhl für dich vor. Stuhl hast du schon? Ja, natürlich, mit Stone. Das ist total einfach einzukaufen. Gut, dass man die Rezepte nachschauen kann, sonst würde ich hier komplett den Überblick verlieren. Nicht jeder ist würdig, mein Haus zu betreten. Wo genau ist denn das? Hier. Hier, hinter dir. Ich seh dich nicht. Ich schau mich auch mal bei dir vorbei. Ich hab nicht damit gerechnet, dass du Hühnchen bist. Ja, warte, kann ich Hühnchen mich verwandeln? Ja, oh, war das lange, bis mein Fokus raus. Also, du musst würdig sein. Du musst bereits ein Block kleines Tier getötet haben, damit. Ach, schön. Jetzt wird wieder groß, damit du dich schön zu mir hinsetzen kannst. Ach, hallo. Wie geht's dir denn? Es geht mir sehr gut. Ich bin schlagen hier. Und, ja, die Regeln sind an sich noch nicht sehr wirklich fest. Wir haben da noch nicht wirklich. Geh da weg! Ja, danke. Weißt du, wie man Noteblock craftet? Nein, das kannst du nachschauen. Ich weiß es aber, müsste so sein. Na, also bin ich doch dumm. Natürlich geht das nicht so. Ja, also Doorbell. Was sagst du? Was wird man sagen? Was mache ich denn? Wolltest du nicht irgendwas sagen, Thema? Ich brauche für einen Noteblock einen Redstone. Wie soll ich jetzt ohne Notlock eine Türklingel machen? Dauert ja ein bisschen. Wir sind gerade beim. Also, ihr seid ja beim ersten Part. Also, Ach ja, hier gibt's ja noch. Wo sollt ihr direkt. Also, ein bisschen Geduld hier noch. Nö, wieso? Wieso nicht gleich protzig anfangen? Ist es sonst mein Spezialgebiet, Totti? Ja, komm. Ach, es gibt auch dieses Nachstecken. Das ist cool. Ich merke gerade. Hä? Also wenn du jetzt zum Beispiel im Inventar Holz hast und du bist gerade Holz am Bauen, dann rückt das automatisch wieder nach, wenn es leer ist. Das macht so. Ah ja, das ist gut. Mhm. Ich muss es gleich mein Tier töten, damit ich auch mein tödliches Haus rein darf. Doch, bei Hexit gibt das auch, ne? Hm? Bei Hexit gibt das auch, weil das. Ja, das ist mega praktisch. Hexit ist sowieso genial. Warte mal. Hexit. Kannst du mir das mal ganz kurz erklären? Schau mal, das Kabinett-Dings. Dieser kleine Holzschrank. Ja. Den kauft man so mit Holz und Kistchen. Mhm. Holz und Kistchen. Ah,
aber ich denke, das liegt daran, dass ich das nicht verwenden kann, weil ich ein anderes Holz dafür anscheinend brauche. Das kann sein, ja. Aber bei dem, was da an Holz war, da stand ja nicht, noch nicht längst nicht jedes Holz, soweit ich es jetzt gesehen habe. Bei der Finisher-Mod steht nur die normalen Holzer. Let's craft a toaster. Da ist schon fleißig am Craften, während ich hier noch ein bisschen erstmal Rohstoffe. Ja, also ich baue hier gerade erstmal so einen Raum für mein Baumhaus. Ja, ich habe auch von zwei Folgen Vorsprung. Für eine Mailbox, also ein. Ja, du hast ja auch ein kleines Haus da unten. Für einen Briefkasten brauche ich wiederum ein Buch. Ich kann ja mein Haus noch nicht wirklich verschönern. Wenn ich in neue Gebiete oder so komme, dann leckt es auch erstmal. Dann muss erstmal nämlich die Welt laden. Boah, dann leckt schon einige Maßen. Gut. Es leckt gut. Stark. So, gut ist es ja nicht. Jetzt habe ich zum Beispiel kompletten. Das war wieder, ja, das ist. Scheint dann so. Jetzt schon mal eine gute Grundstruktur. Wie bitte? Und setz am besten direkt mal zum Anfang einen Raven-Baum im Haus. Ach ja, es gibt ja Raven. Wie sagst du denn Ravens? Also einmal. Ja, C. Nein, aber mir gibt es zumindest nicht. Also, ich habe irgendwas schon mal umgestellt. Sonst alternativ M und dann Waypoints. Wie kann man denn da irgendwas anklicken? Ich kann ja nichts anklicken. Also Name und so. Doch, du musst schreiben. Achso. Okay, die Koordinaten sind automatisch das, wo ich gerade stehe, genau. Ne? Genau. Dann halt noch die Farbe und dann. Die Koordinaten solltest du ja genau so lassen eben. Ja, die Farbe ist doch eigentlich wurscht, also. Also ich find's nicht, aber. Okay. Er sagt bloß, dass ich schon so einen. Okay, dann. Turm hier. Wie kann man denn die Waypoints einsehen? Also. Drück mal X und dann öffnet sich die große Karte. Wenn du nochmal X drückst, dann schließt sie sich wieder. So mir nicht. Okay. Also man kann mehrere erstellen, ne? Natürlich. Naja. So viel du willst. Simua, sobald du. Normal Minecraftisches, also Birken, Eichen, Fichten oder Traubenholz entdeckst, bring mir bitte etwas davon. Ohne das kann ich nicht mal einen Wandschrank machen. Ach ja, Raven, ich wollte mal bei dir vorbeischauen. Ja, ich habe gerade Angst, dass ich hier sterbe, wenn ich hier springe. Weil ich traue mich nicht auf die Leiter zu springen. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Okay. Wartet bitte nicht die Sachen aufsammeln. Ich hol mir die. Hä, hat hier irgendwer was abgebaut? Habe nichts abgebaut. Bin auch hier. Kann es sein, dass hier das Laub einfach auflöst von dem Baum? Was? Laub von meinem Baum löst sich einfach auf. Und gleich irgendwas mache da. Nichts außer. Nee, nee, machen wir nicht. Okay. Ah, ich wollte was trinken, deshalb bin ich auch halt. Warte, da links? Ja. Das ist ein Forest Guard, in den kann ich mich schon längst verwandeln. Guck mal, ob der stark ist. Oh ja. Einigermaßen. Bei einer von euch die Zeit. Ist spawnt ein Baum. Oha, okay, der hat mich einmal geschlagen. Das ist schon. Hat einer von euch die Zeit im Auge? Na, na, na. Ich hab's nicht aufgeachtet. 23 Minuten. Ja, dann können wir langsam schon mal aufhören. Ja. Jo. Dann hol ich aber noch meine Sachen kurz zurück und dann. Wo war der? Weit weg? Ne, ja, also hier, wenn du es siehst. Also quasi einfach in Ravens Haus, in der Richtung von meinem Haus, und dann kommt jemand dahin. Ich
Ich möchte ihn töten. Wäre auch ganz gut, meine Sachen. Aber erstmal meine Sachen holen. Auch meine Sachen, ne? Jetzt auch zu meinem Haus gehen und den Boden dann mal aus Holz bauen, damit mir nicht plötzlich der Boden unter den Füßen wegfällt. Aber ich möchte ihn auf jeden Fall töten. Ja. Ja, aber das löst sich alles auf hier. Okay. Der Boden löst sich auf. Also jetzt habe ich keine Lust mehr, den anzugreifen. Es hat dann jemand von euch den Baum hier abgebaut, oder? Nee, also der Stamm steht noch. Okay. Ich habe auch keinen Baum aufgebaut. Und wie läuft's? Das ist sehr hartnäckig. Ja, ich habe ihn getötet letztes Mal mit dem Diamantschwert. Verzaubert war auf Schärfe, Rückstoß und Verbrennung, aber. Na gut, dann. Aber deswegen heißt es ja nicht, dass es mit Steinschwert schwierig ist. Ah! Er hat einen Eichenhalsbaum. Ah, super, dann kann ich ja gut gebrauchen. Oh ja. So, aber dann. Ich habe einen Eichenbaum. Bevor wir jetzt uns wieder planen zu beenden und dann doch erstmal wieder 50 Jahre weiter aufnehmen. Ich möchte mal ganz kurz pflanzen. Würde ich sagen. Was war dann? Also ist mein Baum, der hier jetzt wächst. Von mein mir aus. Eichenbaum. Direkt neben Schwingers Haus und meinem Haus. Also. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal und sag, ja, bis zum nächsten Mal. Ich gehe noch schnell in mein Haus. Ja, würde ich auch sagen, dann bis zur nächsten Folge. Ihr werdet ja sehen, ob ich dann, wie weit ich dann weitergespielt habe. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Und ob du alleine bist oder ob wir wieder dabei sind und das wird man alles sehen. Ja. Dann ey, bis das Laub fällt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.